Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal wieder ein Rezept zeigen, wie man ein Dessert schnell und einfach zubereiten kann. Wir machen heute mal ein Dessert aus Joghurt, Bananenscheiben und Raspelschokolade. Dazu braucht ihr 500 Gramm Joghurt, ganz normalen puren Joghurt. Den schmecken wir uns jetzt mit ca. 4 Esslöffel Zucker und ca. 1 Esslöffel Zitronensaft ab. Ihr verrührt das dann alles schön. Wenn ihr das verrührt habt, probiert ihr dann, ob euch das süß genug ist. Also für meinen Geschmack reicht's. Dann schneidet ihr euch zwei schöne große Bananen einfach in Scheiben und rührt die einfach in den Joghurt rein. Und zum Schluss kommt jetzt nur noch unsere Vollmilchraspelschokolade darunter. Da macht ihr euch dann so viel rein, wie ihr wollt. Ich habe jetzt so ca. 50 bis 60 Gramm Raspelschokolade darunter gerührt. Ich denke mir mal, das reicht. Dann füllt ihr eure Dessertmasse einfach nur noch in eure Dessertschälchen um. Und damit seid ihr dann auch schon fertig. So meine Lieben, das war schon wieder für heute. Ich habe ja gesagt, es geht schnell. Es ist ein einfaches Dessert und schnell zum Zubereiten. Macht es einfach mal nach. Ich denke, es klappt bei jedem auch. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Tschüss!